Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Es geht weiter mit Dark Souls 3, einfach die fehlenden Bosse noch killen. Der Chat hilft mir dabei, ein bisschen die Wege zu finden. Ein Boss im Hauptspiel ist noch offen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Lasst mich mal kurz rätseln. Lasst mich kurz rätseln, wo sich der verstecken könnte. Also, flammenloser Lol, da kann ich hinspawnen? Das ist ja witzig. Okay. Hier, Ofen der ersten. Hä? Achso, nee, da bin ich gerade, oder? Hä? Lol. Seltsam. Weiß ich nicht. Nee, das ist was anderes. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Okay. Also hier auf keinen Fall. Burg Lothric. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier irgendwo vergessen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Burg hier ist. Dass ich da irgendwo, weil da bin ich ziemlich schnell durchgelaufen, dass ich hier irgendwo eine Ecke vergessen habe. Im Kerker. Nein. Im Kerker nicht, da haben wir gerade den Weg zum Drachen bespielt und den Drachen gekillt. Da ist es auch auf keinen Fall. Irithyll. Oh, puh, ja, auch gut vorstellbar, dass ich hier noch irgendwo eine Ecke vergessen habe. Ich habe auch sicherlich nicht alle Wege entdeckt. Warum da auf keinen Fall? Moment, wo habe ich das gesagt? Hier bei den Drachen? Ne, beim Kerker. Ich hätte jetzt gesagt beim Kerker. In dem Fall ist der letzte beim Kerker irgendwo. Ich weiß nicht, weil für mich war so, da bin ich durchgelaufen und ich bin... Ja doch, dachte ich schon. Okay. Im Drachenmausoleum. Ehrlich? Da geht's noch weiter. Bietet mehr als den Gimmick-Drachen. Aha! Ja, für mich war das jetzt so... Keine Ahnung, das war für mich absolut klar, dass das für diesen Gimmick-Drachen ist. Aber hey, okay, cool. Wow! 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 Da verbringe ich noch etwas Zeit. Na gut. Nach dem Drachen random teleportiert werden. Was zum Teufel tust du hier? Wo kam der jetzt her? Drakenblut Großschwert. Dong. Nee, keine Glocke. Oh. Drachentöterspeer. Das sieht doch nach Bossgebiet aus hier. Aber irgendwie, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, das stimmt. Ja, da habt ihr allerdings absolut recht. Was bist du denn?
Auch dieser Teleport ist... wäre irgendwie ein bisschen lame da hinten raus. Dann hätten sie auch einfach ein Leuchtfeuer und alle Gegner sterben lassen können und fertig. Stimmt. Klingelt was bei Drakenblut. Oh, mich erinnern ja schon diese ganzen Boys hier. Ich habe ja auch diese Gegenstände jetzt gefunden, die mich in einen Drachen verwandeln. Also das habe ich immer noch im Kopf hier, diese. Drachenkopfstein, Drachenkörperstein. Wie war denn das? Bringt das was? Weiß ich gar nicht mehr, ob das was bringt. Bringt das irgendwie Stärke oder so? Man kann Feuer speien damit im ersten Teil und solche Späße. Wie? Warum darf ich die nicht benutzen? Muss ich den dafür in der Hand haben? War das, muss ich den in die Hand nehmen? Nee, hier kann ich ja nur Waffen reintun. Das sind die Ritter, die die versunkene Stadt im zweiten Dark Souls 2 DLC angegriffen haben und somit den Ruin des Königreichs verursacht haben. Boah, Alter. Drakenblutritter, okay. Nee, das habe ich in Dark Souls 2, glaube ich, nicht mitgenommen, das DLC. Oder bin ich da aus Versehen durchgestolpert? Was muss ich denn tun, um mich in den Drachen zu verwandeln? Lol, jetzt bin ich hier wieder. Wow. Okay. Willst du mit mir Drogen nehmen? Entschuldigung. Ja, das hast du erklärt. Hallo? Das ist 100 Jahre her. Nein. 2 Monate. ja, Dark Souls 2 habe ich nach hinten verschoben. Ich hatte keine Lust mehr auf Dark Souls 2, aber die kommen noch. Die kommen noch. Das wird auch noch nachgeholt, keine Sorge. Dunkeltitanit. Deswegen bin ich hierher gelaufen? Ja, anscheinend. Du holst es nicht mehr nach. Okay. Ja. War da unten ein Ausgang? Nee. Hä? Ach lol, jetzt bin ich hier. Komme ich nicht wieder hoch. Da lang. Ich bin verwirrt. DLCs sind nicht umfangreich aus Dark Souls 2. Ja, der Rauchritter hat mich 8 Stunden lang beschäftigt, ne? Also... Und ich habe ihn noch nicht besiegt. Der ist noch offen. Ah! Oh, da sitzt schon wieder welche in den Ecken.
nicht zu zweit prügeln. Unfair. Ah. Guck mal an, hier geht's weiter. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Ach, Dark Souls und dein Anvisieren. Dark Souls und dein Anvisieren. Es ist grausam. Komm her jetzt. Glaubst du, ich habe dich nicht gesehen da hinten? Kennt ihr diese? Klar kennt ihr die. Wie heißen die? Diese Spiraldinger, die man so auseinanderziehen kann und mit denen man so Quatsch machen kann. So ähnlich wirken die Köpfe von diesen Schlangenwesen hier aktuell. Eines der wenigen Dinge, die ich in Elden Ring wirklich gut gelungen finde. Okay, wow. Wow, nein, anvisieren. Hilfe, danke. Hier ist noch ein kleiner irgendwo, oder? Ja, da ist noch ein kleiner. Ach Mann, warum zu zweit? Warum zu zweit? Ah, hier geht's ja... Oh Gott, ich bin tot. Hilfe! Na. Dunkeldrift. Was es hier alles für Waffen gibt. Okay, jetzt warte. Hier ging es weiter, glaube ich, ne? Genau. Hier haben sie mich reingedrückt, se. Als ob! Durch die Wand! Nein! Gut, danke. Passt. Oh, ja. Anvisieren bitte. Danke. Ach, wisst ihr was? Nein! Nein!
Oh, aua, aua. Ja, ja, ist ja gut. Oh, wow, 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 wow. Leute, das mit dem Rollen, das... Oh, oh mein Gott. Hallo, Drache. Ja, du bist natürlich jetzt... Ha, Hilfe, nein, stopp. Nicht so begeistert, dass ich deinen Kumpel gekillt habe. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Alles gut. Wir sehen uns. Was ist er denn? Der nackte Ninja. Der nackte Ninja ist wieder da. Ah. Der Rickard. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier runterhüpfen sollte. Danke, Leute. Respekt, dass er, danke. Und GG kommt da auch. Ich weiß zwar nicht genau, was ich gemacht habe. Es war alles mehr so ein Versehen. Um den Pfad des Drachen zu beschreiten, darf die große Glocke nicht geläutet werden. Nichts wird verbleiben, sobald die Glocke geläutet wurde. Wichtig. Erstmal Leuchtfeuer. Ashen One. Thou, then I am thou. Very well, then take. Mayst thou thy peace. Okay, wo ist jetzt der Unterschied beim Glocke läuten, ne? Muss ich die Glocke läuten, damit der Endboss kommt, oder verändert sich der Endboss, wenn ich die Glocke läute? Nicht der Endboss, der Boss hier in diesem, keine Ahnung, was hier noch kommt für einer, aber ihr wisst, was ich meine. Ist der Boss da oben? Sollte ich einfach mal da hochgehen? Oder sollte ich die Glocke läuten? Ich guck mal hoch und läute mal erstmal nicht die Glocke. Ich kann ja immer wieder zurück zu dem Leuchtfeuer hier. Sie haben gesagt, ich soll sie nicht läuten. Also läuten wir sie nicht. Du bist eine Schlange. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du es wissen willst, sag Bescheid. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich kann nur die falsche Entscheidung treffen. Das habe ich in Dark Souls immer. Das Gefühl, die falsche Entscheidung zu treffen.
Nee. Ist okay. Ich habe keine Lust, gegen Felsbrocken zu kämpfen. Diese riesige Todesaxt. Keinen Bock auf euch. Aua. Scheiße, hier sind zu viele. Hier sind zu viele. Also, man kann grundsätzlich nur richtige Entscheidungen treffen. Dann habe ich jetzt Bock, die Glocke zu läuten. Ich will wissen, was passiert. Ich bin neugierig. Let's go. Okay. Ganz schön viel Nebel. The fuck? Oh, wir haben einen Bossnebel. Okay. Ja, und was wäre dann da oben lang gewesen? Dann muss ich ja runter in dem Fall. Aber da unten war doch... Komme ich jetzt durch? Nee, hier ist immer noch zu. Muss ich mich jetzt da hochkämpfen? Wie unnötig ist bitte deine Riesenaxt? Na bitte. Oh! Jawohl! Autschi. Okay. Nächster bitte.
Was schnarcht hier? Irgendwas hat doch hier geschnarcht, oder nicht? Ah, da unten ist noch ein bisschen Loot. Oh. Cool. Funkelnder Drachenkörperstein. Den kann ich auch nicht benutzen. Wie Drache grollen. Komm, helf mir kurz, wie ich das benutzen kann. Was ich dafür nochmal machen muss. Muss ich entflammt sein dafür? War es das? Oh. Oh. Muss ich nackig rumlaufen? Ist das nur der Helm? Ah, okay. Tatsächlich, nackig. Ja. Boys and Girls, also, nee, sagt mal, wie komme ich hier rein? Mach auf das Loch. Erstmal gar nicht. Okay. Nochmal die Glocke läuten oder was? Nee. Kann ich nicht nochmal läuten. Ich mag Sepps Hint. Als Drache bin ich federleicht. Schau zur Glocke. Also ich... Irgendwas konnte man... Nee, da schleife ich die Waffe. Irgendwas konnte man mit den... Ich konnte auch... Oh, oh. Wow. Das ist ja geil. Hi, und du so? König des Sturms.
Okay, Kopftreffen ist auf jeden Fall der way to go. Wow, okay. One hit. Ein Hit. Ah, hier kriege ich meinen Loot direkt wieder. Ah, und ich muss nicht als Drache da reinlaufen. Ich glaube, die hatte ich immer an. Ist, ja, jeden Try als Drache spielen. Das wäre es gewesen, wa? Also da kann ich noch als Drache probieren. Also da kann ich... Da könnte ich es auch als Drache probieren. Da habe ich genauso viel ausgehalten. Ihr dürft gerne jetzt, nachdem ich das Spiel durch habe, ich hätte mir jetzt sowieso demnächst dann auch irgendwann mal Vatividia alles angeschaut. Ihr könnt gerne... Kampf gegen Reiter, Vogel und die Kamera, genau. Also wenn ihr was raushauen wollt, dann haut gerne was raus. Wir sind jetzt, ich bin jetzt durch mit dem Spiel. Und das ist ja der letzte Main. Shit. Ah, vom Feuer darf ich mich nicht treffen lassen. Das ist hart. Huch. Alter, die Kamera, ne, ist wirklich Horror gerade hier bei dem. So, Vögelchen. Gib deinen Reiter frei. Ich vermute mal, dass... Nachdem ich jetzt den Vogel gekillt habe, der Reiter ganz schön wütend sein wird, aber... Solaire aus Dark Souls 1. Okay, krass. Nach all den Jahren der Konsens.
Ja. No. Okay, nice. Ja, das würde mich aber dann mal tatsächlich interessieren. Ein echt guter Try, fandest du? Ja, okay. Danke. Ja, der Schaden ist halt real bei mir. Absolut. Bin ja auch schon relativ weit im Spiel, ne? Aber wenn das kommt, ey. Oder der. Er war schon relativ gnädig in der ersten Phase vorhin, glaube ich. Mist, da bin ich ins Feuer gelaufen. Autschi. Hilfe! Ach, ich... Boah, am Endboss. Gut, also ich glaube, so viel mehr Damage als jetzt... Ja, doch. Ja, ich habe ein bisschen gelevelt. Aber ich habe nicht auf Stärke gelevelt, oder? Habe ich? Nee, ich glaube nicht. Das Geräusch ist auch geil, das man macht, wenn man hier über den Nebel läuft. Scheiße. Weil ich nicht sehe, was er dann macht, ey. Hallo? Die Kamera ist wirklich ätzend. Ja, und auf seine Füße mache ich halt kaum Schaden, ne? Das ist wieder nichts gesehen. Und dann sterbe ich, weil der Drachenatem 100 Jahre dauert. Kommen Sie, kommen Sie!
Nee, sterbe ich wieder, ne? Nee. Okay, oh. Ich glaube, ich muss weit weglaufen, wenn er hochgeht. Ja, ist ja okay. Na bitte. Nein. Julius' Theorie über den Dude ist nicht die von... Und los. Diskutiert. Ich habe keine Ahnung. Wenn mir niemand eine andere Theorie auftischt, kann ich dazu aktuell nichts sagen, weil ich... sehr wenig der Lore gelesen und mitgekriegt habe im Spiel insgesamt. Er ist auf jeden Fall der Sohn von Gwyn. Ja, und bei Solaire hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass er auch irgendwie... Julius mixt da zwei Sachen, okay. War nicht der gute Solaire auch irgendwie einer von den Göttern abstammenden Leuten oder sowas? Ah, zu früh gesoffen. Mist. Dachte, ich drück rechtzeitig, aber nope. Oh, komm. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, dass er da trifft. Oh, Hilfe! Können wir bitte das nicht machen? Anders machen? Da habe ich nicht mit dem dritten gerechnet.
Mist. Damals in Dark Souls 1 Zeiten gab es Theorien, dass Solaire der Sohn von Gwyn ist. Ach, guck mal, schau mal einer an. Die Theorie hatte ich auch von ganz alleine schon. Aber nope, Nameless ist es, okay. Der ist der Nameless, ne? Das habe ich jetzt vorhin nicht drauf geachtet, weil ich sehr auf den Kampf fixiert war. Aber Solaire und Nameless verbindet soweit nicht viel weiter, okay. Gut, weiß ich nicht, wie gesagt. Werde ich so akzeptieren, wie ihr das so wiedergebt. Ja, Solaire wäre ein bisschen klein, aber ich meine, das ist ein Gott. Wer sagt denn, dass ein Gott sich nicht auch in der Größe einfach die Größe mehr oder weniger aussuchen kann? Alter! Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht was passiert, keine Ahnung. Ich habe immer noch nicht raus, wie ich die Kamera hier am besten bediene bei dem Kampf. Ich versuche gerade verschiedene Sachen. Einmal mit anvisieren, einmal ohne. Ich weiß noch nicht, in welchem Moment ich anvisieren sollte und in welchem nicht. Scheiße. Egal. Oder... Ach, Heimatknochen, ja. Stimmt. Ja, komm. Ja, wo... Ah, könnte... Nein! Ach, der falsche Schrein. Egal. Könnte wichtig sein, dass wir die Seelen... behalten. Also ich muss so oder so die Glocke läuten, um überhaupt zum Endboss zu kommen, ne? Sonst erscheint er gar nicht. Also selbst wenn ich irgendeinen anderen Weg da unten reingefunden hätte, gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau, die Heimkehrknochen in Bossfights, davon habe ich auch schon Gebrauch gemacht. Nein. Hallo, ich habe nichts gesehen. Och Mensch.
Scheiße. Ey, man sieht einfach, das ist ätzend. Na, bitte. Haha, geiles Timing. Falsches Timing. Na, verdammt. Okay. Hier haben wir einen spannenden. Und das ist im Main Game, ey. Das ist kein DLC-Boss. Das ist geil. Das ist ziemlich nice. Auf die Fresse! Hier, schluck das! Wieder nichts gesehen. Ich weiß nicht, warum ich hier an der Stelle gesoffen habe, aber ich hatte das Gefühl, ich muss hier eine Runde saufen. Ach, dann verprügel ich jetzt halt deine Zehen. Oh! Okay, hat ihm nicht so gefallen. Na bitte, so. Nice. Dass das so gut funktioniert. Ey. Uncool. Fuck.
somehow in der Dark Souls 3 Welt. Ja. Irgendein Sequel oder sowas. Sequel ist immer davor, ne? Ne, Prequel. Ein Prequel quasi. Ich habe immer noch nicht verstanden, wann da welche Attacke vom Vogel kommt. Das war jetzt unnötig. Fuck. Okay. Junge, Junge. Fuck. Ach. Oh Mann. Ah. Boah. Okay. Puh. Das ist heftig. Das muss ich, glaube ich, machen. Am Start von einem Stream. Ich bin jetzt schon als Info für die Leute auf YouTube. Es sind jetzt schon 5 Stunden und 20 Minuten. Davon sind 2 Stunden jetzt Dark Souls. In der ersten Stunde die letzte Folge gemacht mit 3 Bossen. Das lief super und jetzt natürlich an einen richtig harten Run geführt worden. Das hat... Habt ihr gut entschieden tatsächlich, Leute hier. Die Leute im Chat, die sich für diese Reihenfolge entschieden hatten oder sich eigentlich waren sich eigentlich komplett einig. Es stimmt, wieder ein Ritter mit viel Rauch oder Nebel, der Probleme bereitet. Genau die richtige Reihenfolge. Das ist der letzte Boss, der in Dark Souls 3 fehlt fürs Main Game. Den werden wir in der nächsten Folge hoffentlich bezwingen. Ich bin guter Dinge. Ich komme klar. Ich habe ein bisschen Probleme mit seinem Vogel. Aber der Vogel geht schnell down. Also da sehe ich halt manche Sachen nicht. Aber ansonsten mit ihm. Bei ihm sehe ich es. Die Angriffe sind klar. Ich weiß, wann ich ausweichen muss. Manchmal treffe ich das Timing nicht ganz. Aber das... Ich denke, der wird in der nächsten Folge fallen.
Und bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.